willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Bei der Dinkelernte von unserem dritten Feld, das ich schon wieder ganz vergessen hatte. Aber was mir zum Glück nochmal eingefallen ist. Und wenn euch das Projekt gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like, Abo oder einen Kommentar da lasst oder einfach alles. Und dann einfach regelmäßig meine Videos schaut, täglich 18 Uhr, eine Folge Real Farming, Montag bis Sonntag. Und das heißt jeden Tag eine Folge. Mal gucken, wie lange noch. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die aktuelle Beteiligung der zugelassenen Mitspieler ist sehr, sehr mau. Und in diesem Sinne suchen wir natürlich auch mal wieder Mitspieler, die tatsächlich auch Lust haben darauf. Ja? Und ausdrücklich sei gesagt, es ist Aufnahme generell Samstagabend 20 bis 23 Uhr. Und wenn Samstag mal nicht geht, das ist abhängig von meiner Arbeitszeit, dann ist die Aufnahme freitags um die gleiche Uhrzeit. Also wenn ihr Zeit habt, Freitag und Samstag oder Samstag, hauptsächlich samstags oder freitags, einfach mal melden. 19.30 Uhr bis 23 Uhr, weil wir treffen uns natürlich immer ein bisschen früher, bis dann alle connected sind zum Server und so weiter und so fort. Das dauert. Und ja, dann meldet euch einfach. Würde mich freuen, wenn da wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, vielleicht 10 neue Mitspieler dazustoßen würden. Alter ab 16. Darunter ist die Fluktuation einfach gelegentlich viel zu hoch. Beziehungsweise einfach nicht konstant. Und Konstanz und Ausdauer ist es, was man hier schon ein bisschen braucht. Weil, ganz ehrlich, wenn man sich überlegt, wir spielen das Projekt schon seit über 2 Jahren. Das ist schon eine Distanz. Daher, wir müssten auch ungefähr bei 4, 5, bald bei 700 Folgen sein. Wenn wir damals auf der Schwatzing angefangen sind, dann Anfang 2019 gewechselt auf die Grünfelder Land, nachdem wir die ruckzuck innerhalb von 3 Monaten aufgebaut hatten, sodass wir hier spielen konnten. 2,5 oder eher. Und seitdem sind wir auf der Grünfelder Land mit Real Farming. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich ziemlich geil. Wir werden die Map für den 19er, für den LS22 auch umbauen oder dann fertig machen. Es wird natürlich zu Beginn erstmal keine Produktion geben, weil das einfach technisch ja nicht möglich ist. Es wird ja zu Beginn eines neuen LS-Teils gibt es ja gar keine Produktion, sondern es braucht einfach, bis das alles entwickelt ist. Aber die Map wird definitiv für den 22er ready gemacht. Und es laufen im Hintergrund auch noch ein paar andere Updates. Wir sind dabei, Bugfixes zu beheben, die Echtod und Malination und Björn Blaubeer sind dabei, die Produktion nochmal alle umzuschreiben, bzw. anzupassen und neu einzubauen.
Also die Produktionen werden gerade aktuell nochmal komplett bekommen, den Makeover. Das sind der 1.6, dass alles auch passt. Die wird definitiv noch vor dem LS22 rauskommen. Und dazu kommt noch Deko, einiges. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Aber sehr wahrscheinlich kann man sich auch über ein paar andere Gebäude freuen. Volker Varuna, hallo? Björn Blaubeer hier. Hallo Volker, grüß dich. Servus. Du Volker, ich habe mal eine Frage. Ich bräuchte eine Palette Eier. Ajo, müsste ich Hast am du was? Hof haben. Ja, dann würde ich vorbeikommen und eine holen. Jo. Alles? Guck mal, müsste eine da stehen. Oder zwei sogar, oder ein paar. Ja, eine wird mir reichen. Was hast du denn für einen Preis? Och, das weiß ich gar nicht mehr. Was haben wir das letzte Mal gesagt? Und keine Ahnung. Schon so lange her. Gibt's noch 6000? 6.000 für die ganze Palette. Jo. Alles klar, machen wir. Überweise ich dir sofort. Jo, super. Alles klar, Danke. danke. Ciao, Ciao. ciao. Ja, was soll's? Kein Thema. Wir stehen ja gerade finanziell gut da, da kann man auch mal ein bisschen entgegenkommen. Und der Blaubeer ist ja auch ein guter Kunde. Da, Sofortüberweisung, zack, ist das Geld da. Perfekt. Kann man nur aufschreiben. 6000. So viel bin ich gar nicht rumgefahren, oder was? Dann ist er gut. Dachte, ich wäre schon viel länger rumgefahren. Aber ich glaube, ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt mit Ernten. Das wird sich noch einen Tag ziehen oder so. Das nächste Mal, wenn ich mir ein neues Feld pachte, werde ich, glaube ich, direkt vor meinen Hof gehen. Die 120 oder so nehmen. Irgendwas, was einfach nicht so weite Fahrwege hat. Da sind wir dann schneller dran. Mit unseren Maschinen müssen nicht so weit fahren. Das wäre einfach ein bisschen effizienter noch. Und Effizienz ist ja das, worauf man eigentlich in der Landwirtschaft immer mehr gucken muss. Deshalb habe ich mir ja auch die Amazone Condor geholt. 15 Meter Arbeitsbreite. Nicht mehr 9 Meter wie die Horsch Pronto DC9. Oder 9 DC. Muss vor allem mal gucken, wie viele Betriebsstunden mein Glas schon hat.
könnte sein, dass ich den bald tauschen muss. Und falls ich den sowieso bald tauschen muss, könnte ich auch überlegen, ob ich den direkt tausche, ob ich den exportieren lasse und dann habe ich ja noch ein bisschen mehr Geld, könnte ich mir einen größeren Traktor kaufen. Mal gucken, wenn der Neumann da ist, soll der mal schauen, was mein Glas so, soll mal ein bisschen schätzen, was mein Glas noch wert ist. Ey, irgendwie kommt mir das so vor, als würde hier gar nicht, das Feld gar nicht kleiner werden, weniger werden. Obwohl ich glaube ich schon dreimal abgetankt habe. So, Dele. Wer war denn das? Das war der Neumi vielleicht. Der Neumi. Hat er jetzt vergessen, mich anzurufen? Klingelingeling. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Volker hier, Servus. Moin. Hast du vergessen, mich anzurufen? Nee, ich komme gleich nochmal. Ich konnte nur nicht die Seemaschine aufnehmen. Ach so. Musste sie die so liefern, weil die 50 Zentimeter zu groß ist für den Auflieger. Ach so. Okay, gut, dann bis später. Bin gleich wieder da. Jo, danke. Ciao. Ciao. Okay. Gut. Dann passt ja. Dann werde ich wahrscheinlich aber gerade nur noch einmal zum Abtanken kommen. Vier Bahnen. Es ist schon ziemlich langweilig hier immer auf dem Drescher zu sitzen. Der Plan wäre so gut gewesen mit der Agrargenossenschaft. Ist schon ein bisschen schade, dass das nicht hingehauen hat.
Es ist wirklich so, es sieht so aus, als hätte ich die letzten 8 Bahnen nichts erreicht. Wenn ich nach rechts schaue, sieht es immer gleich aus. Immer noch ein Haufen Feld übrig vorm Abend. So, jetzt ist es das fünfte Mal abtanken. Das heißt, wir haben dann 50.000 Liter Dinkel im Anhänger. Circa. Circa. Nicht genau. Ich habe noch über 20.000 Liter im Silo. Das heißt, es würde eigentlich ziemlich gut passen, dass ich den LKW dann mit rübernehmen, wenn der Neumann da ist, den restlichen Dinkel hier in Anhänger pack und anschließend, wenn ich mit dem Neumann fertig gequatscht habe, den Dinkel verkaufen fahren. Das müsste. Ah, da vorne fährt er gerade. Das heißt, es passt ziemlich genau. Fahren wir die Bahn noch fertig. Und dann machen wir rüber. Am Horizont hat man ihn vorbeifahren sehen. Alles gut, aber dann machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.